Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Tom. Wir spielen heute auf der Map Vulcano, Größe 4x4. Und Leute, ich bin so glücklich, dass ich endlich aufnehmen kann, weil die ganze Zeit habe ich es gerade schon versucht und immer hatte ich so einen High-Ping. Jetzt bin ich noch bei 100 hier. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es scheint zu funktionieren. Und eben die ganze Zeit konnte ich einfach gar nicht spielen. Also, ich bin auf den Server gegangen. Das hat funktioniert. Und dann wollte ich zum Beispiel einfach nach vorne gehen oder Blöcke bauen oder so. Und alles wurde zurückgesetzt. Ich konnte nichts machen. Aber es scheint jetzt zu gehen. Der Ping geht auch langsam runter. Und ja, es scheint zu funktionieren. Also endlich eine Folge, die ich aufnehmen kann. Wie ihr ja vielleicht wisst, muss ich ja, also was heißt, fahren wir nach Schweden. Und 2 Wochen lang. Und dafür habe ich einfach noch gar keine Videos. Und es ist jetzt der 7. und am 9. fahren wir. Also wird es relativ knapp, kann man so sagen, ja. Und da wollte ich dann halt langsam mal anfangen, wenigstens ein paar Videos zu machen, weil 2 Wochen schaffe ich dann nicht mehr. Ach du Scheiße, Woche lang. Also 2 Wochen an Videos vorzuproduzieren, das schaffe ich nicht mehr. Nicht nur vom Aufnehmen, das schaffe ich erstmal nicht. Aber dann auch vom Rendern, das ist einfach nicht machbar. Jetzt in den paar Tagen. Es war halt doof, dass ich so schnell nacheinander jetzt in 2 Urlauben war. Einmal in Dublin und dann jetzt nach Schweden. Er ist einfach immer noch nicht fertig mit dieser Scheißtreppe zur Mitte. Das ist ja minimal nervig. Ah, er hat's geschafft. GG. Good game. Wie heißt er denn? Bobby 411, ja. Will ja nicht sagen, der Name passt, ne? Aber im Bauen bist du echt nicht der Beste. Kannst ja wenigstens dann, also ohne Fastbridgen, das sage ich ja. Also ich kann ja auch nicht Fastbridgen. Aber trotzdem irgendwie schneller bauen kann man ja schon, oder? Ui. Nein. Ich dachte, wir könnten uns noch draufhalten, aber es hat nicht funktioniert. Ich bin auch so ein bisschen zu weit unten, oder? In der Facecam. Jetzt besser. Lol. Da hat es gerade auch schon wieder geleckt, ihr seht's. Oh Gott. Bitte lass es nicht wieder anfangen. Ich möchte einfach nur die Runde schön zu Ende spielen. Weil das macht es so kompliziert, wenn man gar nicht aufnehmen kann. Was ein Wunder, Tom. You don't say. Aber es scheint zu funktionieren. Alles cool, alles cool. Also erstmal Blöcke sind wichtig. Dann brauche ich noch eine Spitzhacke und was zu futtern. Okay. Was zu futtern. Da, boom, und dann habe ich das Eisen übrig. Zack. Dann checken wir doch nochmal die Mitte jetzt aus. Okay, in der Festung bin ich jetzt mal richtig, also normal hoch. Bin am Klo. Wow. Was für Leute. Und der Easy Crafter 01 ist auch noch dabei. Er schon wieder, ey. Na, so nicht. Warum habe ich ihn so schnell getötet? Ach, wahrscheinlich wegen Fallschaden, okay. Alles klar. Das kam mir gelegen. Würde ich einfach mal behaupten. Ist hier einer in der Mitte? Womit kommt er jetzt an? Okay, ich habe 4 Gold. Die möchte ich gerne zurückbringen. Ist es machbar oder eher nicht? Oh fuck, da kommt ein roter. Leute, Achtung. Ich kann jetzt nicht Achtung schreiben. Ich habe noch die Hoffnung, dass ich den jetzt gleich fangen kann. What the fuck, jetzt achtet keiner drauf. Doch er. Korrekt, Bruder. Ne, so nicht. So nicht. Den haben wir noch bekommen. Das ist gut. Das haben wir geschafft, Leute. Das haben wir geschafft. Jetzt brauche ich ein bisschen Bronze, um mir hier auch andere Rüstung zu kaufen. Weil, wenn ich jetzt einen Bogen habe, möchte ich natürlich auch nicht mal eben einfach so sterben. Ist ja verständlich, denke ich. Okay. Leute, ihr könnt natürlich immer noch gerne in unseren Clan kommen. Es ist jetzt nur gerade keiner online, weil ich diese Folge während der Schulzeit aufnehme. Sonst hätte ich, also ich habe frei, nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Sonst hätte ich hier gerne auch mit dem Clan aufgenommen, aber es ist halt gerade einfach keiner da. So, okay, boom. Weil ich mache es ja jetzt immer so, habe ich ja schon im letzten Video gesagt, dass ich, wenn ich auf den Server gehe, eine wunderbare Clan-Party machen werde. Okay, ich habe alles. Und wahrscheinlich werden wir morgen, also für euch heute, am Freitag, nee,
kommt ja gar nicht am Freitag. Also für euch war es schon. Dann wisst ihr es vielleicht schon besser, weil das werde ich dann ja wahrscheinlich aufnehmen. Clan Wars spielen. Also es sieht zumindest wahrscheinlich so aus, als ob... Alter, bin ich zu behindert, um den Dude zu treffen? Junge. Tom. Okay, vergiss es, Tom. Wir lassen das Bogenschießen mal. Und gehen da lieber im... Okay, nee, stimmt. Er hat ein bisschen bessere Position von da oben. Eine bisschen bessere Position. Ganz kleines wenig. Na komm, geh weg. Boah, Junge, ich dachte jetzt gerade, ich werde schon von beiden Seiten gehittet, aber... Alles cool. Noch ist alles cool. Wann spawnt Gold in 10 Sekunden? Okay. Ach, er schießt von da oben jetzt runter, ne? Okay. Ne, das Gold holen wir uns auf jeden Fall hier noch. 2, 1, bumm. Wunderbar. Und dann versuchen wir, einfach nach Hause zu kommen. Ich meine, es bleibt eigentlich keine andere Wahl. Wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es nicht. Aber ich hoffe, wir schaffen es. Gute Aussage, Tom. Und damit sollten wir es eigentlich geschafft haben. Ja. Sehr gut. 9 Gold nach Hause gebracht. Das ist doch nice. Das ist doch gut. Davon holen wir uns einen... Nee, wir holen uns davon einen Bogen. Den Bogen packen wir in die Kiste. Boom. Und wir holen uns davon einen guten Bogen. Zack. Und 2 Gold noch rein. Okay, also was heißt... Also ist ein guter Bogen. Ne? Nicht der beste, aber ist ein guter Bogen. So, hier bauen unsere Kollegen einen Weg außenrum zu Team... Grün müsste es sein. Mal gucken, ob ich denen da behilflich sein kann. Oder ob ich gleich sterbe, weil ich runtergeschossen werde. Boah, meine Stimme ist ab und zu einfach mal ganz random weg. So, die Grünen scheinen das nicht zu checken. Das ist aber auch Team Blautorben. Da oben sehe ich es. Okay. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Also wir könnten da natürlich ordentlich Kills abstauben, aber... das ist nicht mein Ziel. Dann will ich lieber Betten kaputt machen gehen. Ich hab's nicht so mit dem Farben erkennen an Base. Und Basen. Bases. Basen. Basen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon wissen, wenn ihr mich länger verfolgt hier auf YouTube. So, was wir machen. Das ist mir gerade jetzt mal hier so aufgefallen. Ja, Kettenbrust könnte ich mir eine bessere kaufen, ne? Soll ich das erst machen oder erst das Bett zubauen unten? Wie viel Eisen haben wir denn hier noch drin? 3. Okay, davon hole ich mir jetzt einfach mal die beste Kettenbrust. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Und danach kümmere ich mich ums Bett. Ein bisschen egoistisch darf man ja wohl auch mal sein. Wir sind ja schon wieder bei 2 Eisen. Das heißt, wir können schon mal den Haupteingang hier vorne mit Kisten... Wobei wir mauern erstmal oben was zu. Dafür lohnen sich die 2 Kisten mehr. So, Södele. Mal gucken, machen wir das. Oh fuck, genau so wollte ich das. Nicht. Die wird ja gedroppt, ne? Ja, ja klar wird die gedroppt. Komm mal zu Papa. Ja. So ist richtig, sehr gut. Okay, das ist schon mal ein kleines Hindernis. Wo man die dann eventuell halt noch catchen könnte, wenn die das Bett abbauen wollen. Schon mal gut, schon mal gut. So, dann haben wir hier nochmal 2. Jetzt gehen wir natürlich dann auch an die nächste Etage, also an diese nächste Zwischenfront, sag ich mal, hier hin. Und hier wenden wir genau das gleiche Schema an. Hier. Genau. Sodass man einfach gar nicht mehr hochkommt. So. Wenn wir jetzt nochmal 2 Eisen haben, haben wir, ja, weiß ich gar nicht, was wir damit machen, also mit den Kisten, die wir uns davon holen. Aber es wird bestimmt irgendwas Tolles werden. Vielleicht können wir hier noch eine dran setzen. Ja, so schon mal nicht. Alles klar, erstmal ganz runterfallen wieder. Und dieses Kreislaufen macht mich aber auch fertig. Ja, komm, machen wir so und so. Alright, das ist doch schön. Ja, da oben könnte man jetzt... Ja, keine Ahnung. Das wird erstmal ausreichen, denke ich.
Boah, und Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber ich muss ganz kurz auf Klo. Wir sehen uns nach einem kurzen Cut hier wieder. So, Leute, da sind wir wieder. Und wie ich sehe, nicht gestorben. Also, da bin ich wieder. Ihr seid ja schon die ganze Zeit da gewesen. Und habt nicht verfolgt. Also, für euch war es ja nur eine Sekunde. Ich komme gerade irgendwie nicht klar. Ja. Ich denke, wir könnten doch mal in die Mitte vorrücken, oder? So, war auch ein bisschen Equipment. Oh! Hallo, du bist ja ein super Typ. Und jetzt... Sternfeld-Time. Oh mein Gott. Was war das? Ich habe überlebt, alles gut. Kümmern wir uns doch nochmal kurz weiter ums Bettchen. Wenn der schon mal so ganz entspannt davor steht. Nein, warum sollte der hacken? Nee, Mann, echt nicht. Keine Ahnung, also ich kann es nicht beurteilen. Einmal wieder richtig gerade hinsetzen, damit ich nicht immer so in der Facecam rumhocke. Und dann haben wir jetzt schon mal 4 Eisen, wovon wir wieder neue Chests besorgen können. Wobei Eingang verbarrikadieren ist so eine Sache, ne? Sonst bauen die sich hinterher noch hoch, was... Oh, fuck, da ist ja einer. Die gute alte Enderpearl. Wir haben halt ein Problem. Ja, wir haben ein Problem. Alles klar, wir müssen uns hochbauen. Da kommst du so schnell nicht lang, wo... Da sind ein paar Kisten im Weg, aber ist kein Problem. Ich baue mich hoch und versuche, den da zu bekommen. Fuck. Du kleine Nutte, ey. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen, aber es war so knapp, Mann. Vor allem, er hat sich einfach hier hochgebaut. Ihn hat es gar nicht gejuckt, dass ich da Kisten platziert habe. Euch wird es wahrscheinlich schon aufgefallen sein, so. Jo, Torben, da kommt man voll leicht noch durch und so, aber... Ja, Torben ist nicht so der Betteneinbauer. Muss man mal sagen. Warum ich die Blöcke abbaue, weiß ich nicht, aber ich habe es getan. Okay, wie machen wir das, Leute? Ich habe null Idee. Zero Idee. Zero. Got some gold in my pocket. Wie fliegt der Fall? Okay. Ja, so ist gut. Ein bisschen weiter runter. Perfekt. So können wir uns lassen. Aber guck mal, da sieht man auch wunderschön, die Pfeile fliegen immer unterschiedlich. So, wollten mir nämlich schon viele Leute nicht glauben. Aber ist so, jetzt habt ihr das... Oh, da haben wir gerade getroffen. Jetzt habt ihr den Beweis dafür. Da seht ihr es, es fliegt total unterschiedlich. Okay, lass uns mal den Block da drüber... Okay, er steht jetzt im Weg. Er wird sterben. Ist meine Vorhersage. Ich versuche ihm zu helfen. Somehow. Wobei ich davon ausgehe, dass er sterben wird. Hier mache ich erstmal zu. Und zack, hier auch. Bum, bum. Gut, hier ist safe, wo ich stehe. Mal gucken, dass wir die da beseitigen können, ey. Das ist schon ein bisschen stressig mit so roten. Mit so roten Dudes da. Puh. Oh, er hat den besten. Oh mein Gott. Okay, meine Vorhersage war richtig. Er ist. Alter, macht. Der schubst sich ja durch die ganze Base hier. Okay, wie machen wir das, Leute? Wie machen wir das? Okay, den haben wir nochmal getroffen hier. LOL. Okay, die Lags, alles klar, gestorben. Ich konnte nichts machen. Ey, das fuckt mich ab, ich bin an Lags gestorben. Und was macht das hier? Was ist das? Team Grün, ehrlich. Warum macht ihr sowas? Ist so uncool. Ja gut, 982er Ping ist jetzt nicht das Wahre. Bevor wir jetzt hier noch einen Timeout kriegen, Leute. Zweite Runde in Folge, die ich nicht gewonnen habe, glaube ich. Nicht toll. Nicht toll. Also zweite Aufnahmerunde, die ich nicht gewonnen habe. Ich muss mit dem Clan die Runde spielen, unbedingt. Das wird dann wesentlich chilliger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Und falls ihr nichts zu verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. An dieser Stelle bedanke ich mich dann wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.